68 dann ging das alles los, dann kam das alles und da war ich natürlich mitten dabei bei den Studenten, ist ja klar. Habe ich auch viele von diesen Smokowski und andere persönlich kennengelernt, die dann mit den Studenten diskutieren. Also da fühlte ich mich schon immer dabei, nicht? Und ich war auch in die Runden immer eingeladen, weil ich ja an der Ökonomischen Hochschule war und so. Und da bin ich natürlich mitgegangen, mitdiskutiert auch und musste aber natürlich andererseits sehen, dass ich meine Arbeit schaffte. Das war natürlich auch wichtig, weil das Stipendium mir einmal zu Ende ging. Wenn Sie jetzt ansprechen, den August 68, da muss ich sagen, da waren wir vielleicht oder doch sehr viele sehr blauäugig. Es gab ja die Drohungen aus dem sozialistischen Lager, dass man das nicht gutheißt, was da in Prag passiert. Aber an einen Einmarsch hat man eigentlich nicht gedacht oder nicht denken wollen oder nicht glauben wollen. Und alle haben ihre Sachen gepackt, sind in den Urlaub gefahren im August. Meine Freunde auch. Ja, wir sehen uns in Mamaia. Rumänien, ja, wir auch. Und ich bin dann, ich glaube am 18. oder so, am 19. habe ich die Koffer im August, habe die Koffer gepackt und ich hatte ein kleines Auto und habe meine Freundin eingeladen, sind nach Mamaia gefahren. Und unterwegs in Ungarn blinkt ein tschechisches Auto und sagt, kommst du aus Prag? Ja, sag ich. Wie sieht es da aus? Ich sage, wie soll es aussehen? Wunderbar, schöner Sommer. Ja, hast du nichts gehört? Und da habe ich erst erfahren, was passiert ist. Und die schreckliche Geschichte ist dann in Mamaia, wo alle die Freunde lagen, die alle sagten, was machen wir jetzt? Gehen wir nach Hause oder gehen wir in den Westen? Es gab die Möglichkeit, über Jugoslawien, Österreich in den Westen zu gehen. Und da habe ich. Sie sehen, es packt mich immer noch Aber das ist, glaube ich, normal. diese schrecklichen Szenen erlebt, wie der Riss durch die Familien ging, nicht? Die einen sagten, wir bleiben, die anderen gehen zurück und die anderen sagen, wir gehen aber weg. Ja. Das war schrecklich. Das war richtig schrecklich. Sind Sie auch zurückgegangen? Ja, ich bin dann zurückgegangen, weil ich meine Sachen da alle noch hatte und war dann noch ein paar Tage in Prag, habe das mal getestet, aber es war natürlich so, von den Professoren war kaum noch jemand da und alle waren vorsichtig, alle waren, ja, die waren nicht mehr auf ihren Posten. Und ich war da in einer solchen Managementgruppe, da war eine soziologische Untersuchung, war ich eingeladen von Frau Schilhanova. Schilhanova, beides sehr berühmte Professoren. Und die machten eine Feldstudie über diese Manager, ja, mein Thema. Und da war ich dabei und die war auch nicht mehr da. Und da habe ich gesagt, jetzt hat es keinen Zweck mehr. Und dann habe ich dann die Sachen gepackt und bin nach Köln zurück. Und bin dann bei der Eber-Stiftung gelandet. Was mich dann noch verfolgt hat, war vor allen Dingen einer, der war der Nachbar im Studentenheim, der hat ein Praktikum in Frankreich gemacht. Und auf der Rückreise kam der nach Köln und da haben wir uns getroffen. Und wir haben, ich weiß nicht, der Zug ging kurz vor Mitternacht und wir haben den ganzen Abend gesessen und ich habe ihm gesagt, Ladio, fahr da nicht hin. Aber Freundin war da und so ist er zurückgefahren. Gut, der hat es relativ dann gut. Ich habe ihn dann später getroffen und der ist dann im Staatsdienst gewesen, hat sich anpassen müssen. Aber charakterlich ist er derselbe geblieben. Und ich denke mal, das ist vielen so gegangen. Das war einer der Ökonomen aus dieser Truppe, der hatte auch ein Stipendium in Köln bekommen. Der war top, ja, ein Außenhandelsfachmann, Petr Chvojka. Mit dem hatte ich in Prag eigentlich am meisten zu tun, weil er eben auch Ökonom war. Und der war auch in Mamaia, ja. Aber seine Frau wollte zurück, weil sie ihre Familie dort hatte und so. Der hätte bestimmt, weil er auch perfekt Deutsch sprach und weil er die Kenntnisse hatte, der hätte bestimmt im Westen einen Job bekommen. Einen akademischen oder bei einer Bank oder wo. Der hat schwer gebüßt. Und der ist erst 89 wieder richtig auf die Beine gekommen und Gott sei Dank hat er noch ein paar schöne Jahre dann gehabt, nicht? Ja, beruflich gesehen auch. Aber das war dann schon heftig. Ja. Das Husak-Regime hat dann richtig zugeschlagen. Ich war 72, war ich nochmal bei meinem Vladio, den ich da in Köln getroffen hatte. Da kam ich aus Rumänien, denke, Mensch, dann nutzte man die Chance, machst einen kleinen Stopover und dann habe ich ihn angerufen. Ja, sagt er, komm. Habe ich die Nacht da verbracht. Dann haben wir versucht, andere Kameraden anzurufen und beim zweiten Anrufversuch war das Telefon tot.
So sind die Dinge. Ja, deswegen haben wir dann lange keinen Kontakt gehabt und erst später nach 89 dann ging das wieder los. Wie hat sie das geprägt? Ja, entscheidend. Absolut entscheidend. Dieser demokratische Aufbruch 68. Auch der Versuch, Demokratie und Sozialismus, sage ich mal so, miteinander zu verbinden. In diese Richtung ging das ja und niemand weiß, was draus geworden wäre. Keine Ahnung, niemand weiß das so richtig. Aber das war schon sozusagen ein Traum.